Vielleicht. Wow. Büro Transport. 1, ja, da will ich hin. Nein, hör auf. Hier ist ein Hebel. Transport. Contenance. Continuation. Keine Ahnung, was das bedeutet. Question. Who am I? Room combination. Oh nee. Warte mal, die schwarze Music Disc, was für eine Zahl ist da denn zugeordnet? Dann musst du jetzt wahrscheinlich im Minecraft-Wiki Bescheid wissen. Warte. Die Tür drüben ist noch geschlossen, weil wir haben wir keinen Zugriff. Ich mach Woher mir jetzt sollen ein wir das? Set, einen Spawnpoint. Warte, mach ich auch. Woher sollen wir wissen, welche die erste war? Oh Gott, Oder da was für eine drüben geht's Zahl da nach um drüben war? Essen. Hier, warte mal, man kriegt einen Hint. Ja. Toll, den Genraum 1 zurück, wenn du die. Seitdem du nicht erinnern kannst, ist die Kombination in Raum 1. Versuche sie. Was? Ich kann Deine mich an Hand? die Kombination Langsam? erinnern. Hä? Ach so, da waren ja Zahlen an den Dingern. Wo Das war ja von dran? 1 bis 9. Oh Gott, wie war denn Okay, das? zuerst Also hier drüben kann schwarz. man die Farbwand sehen, falls dir hilft. Wo denn? Na, hier drüben auf der anderen Seite. Man kann bloß nicht in den Raum reingehen. Zugriff. Aber man kann die So. Wand sehen durch die Tür. Oh. Nicht Ja auf gut. den. Jetzt Warte müssen mal, wir alles teleportiert euch nochmal. einfach zu mir. Teleportiert euch einfach zu mir. Aber warte mal, jetzt haben wir hier die Hä? Möglichkeit. Oh, Scheiße! Wir haben die Möglichkeit, hier nachzuschauen. Ja, ist ja richtig, aber guck mal, jetzt müssen wir den ganzen Scheiß nochmal zurücklaufen. Ja, und wir müssen das ganze Quiz und alles nochmal machen. Weil wir nicht zurückkommen. Aber wir machen das jetzt fertig, dann schreiben wir uns das auf und dann fliegen wir einfach rüber. Ich hab die Schnauze voll. Als Obwohl, erst wir. kam, glaube ich, Lila. Es war schwarz, lila, weiß, blau und orange. Ach du, oh Gott. Ich hab's anders gemacht. Teleportiert euch einfach zu mir. Ich habe jetzt sogar die ganzen Farben bei mir drin. Hä, aber schwarz, ja, hä? Das ist ja schon, hä? Room One Combination. Schwarz, lila, weiß, blau und orange. Ja, hast du dir auch die Farben von der Tafel gemerkt? Nein, du brauchst einfach nur die Zahlen. Da stehen noch Zahlen. Das geht auch von 1 bis 9, die Farben. Ja, meine ich ja. Und die Kombination brauchst du ja dann von den Farben. Warte mal, sag mir jetzt mal die Zahlen an. Die Farben an. Welche war die erste? Schwarz. Das ist die 3, 6, 7. Hebel 7. Dann lila, 3 weiß, ist die 5. blau, Hoch. Die hellblau 9. und orange. Das ist die 2. Passiert nichts. Hat ja gut geklappt. Oh, meine Meerschweinchen drehen schon wieder durch hier. Juhu. Ist es denn derselbe Code wie da drüben gewesen von den Farben, von der Anordnung her? Ja. Oh Mann. Was waren das nochmal für Farben? Lila, schwarz, weiß, blau, orange. Drück einfach auf das hier, dann siehst du die Farben. Nein, ich will nicht wieder in Raum 1, dann Nein, funktioniert nein. das. Hier kriegt man das Ach angezeigt so. im Chat. Schwarz, Nö, ich lila, nicht. Ich krieg nur weiße weiß, Felder. blau, orange.
Geht auch nicht. Ach, ich bin noch im Game-Mode. Upsala. Ja, dann geh mal schnell raus. So. Bevor du alles kaputt machst. Leute. Ja? Hä? 1, 2, 3, 4, 5, was? Warum? Weiß ich nicht. Warum? 1, 2, 3, 4, 5. Was? Und wie hast du das jetzt rausgefunden? Ich hab's gedrückt. One of us rises. Keine Ahnung, das Wort kann ich nicht aussprechen, weil ich es nicht kenne. The other of his guises. Und als Tipp gibt's dann: I once looked at Enderman, but he didn't notice me. Strange. Ja, das ist das letzte hier. Das ist der Dings. Was? Na, das ist der Kürbis. Wenn man da durchguckt, dann ignorieren dann die genau. Endermänner. Der Tipp. War das mit den Endermen, der Tipp? Nein, hier drüben war ja. Wenn man die Kombination nicht mehr weiß, soll man einfach nur abzählen. Deswegen 1, 2, 3, 4, 5. Nö, so. Geht nicht. 1, 2, 3, 4, 5 geht diesmal nicht. Ja, okay, aber. Warte mal, was hat alles in diesen Dingern hier Kürbisse drin? Nix. Doch, man kann Kürbis nehmen, man kann Kürbiskuchen, glaube ich, auch machen. Ja, aber der ist nicht der Kuchen. Warte mal. Das ist ein ganz normaler Kuchen. Und dann. Kürbissamen, oh, ja. Da kommt schon wieder was mit Zahlen. Mit was man zum Beispiel backen kann, weil die Anspielung bei diesem Tipp ist ja wirklich auf den Kürbis. Ja. Also wenn wir quasi. Das, was, für was braucht man alles einen Kuchen vielleicht oder sowas in der Art? Keine Ahnung. Oder was kann man alles backen oder was kann man alles Brot kann essen? Man jetzt machst du alle. Warte mal, Fisch ist nicht. Das sind Apfel alles nicht, Sachen Brot zum Essen, nicht. Außer der Bambus da und. Melone ist nicht, Kartoffel ist nicht. Ja, ist schon fertig. Ich verstehe das hier nicht. Warte mal, also der Kürbis muss auf jeden Fall. Okay. Was hast du getan? Kürbisbrot. Kürbisbrot? Hä, das Brot? Kürbisbrot. Ja, aber warum? Das ist eine gute Frage. Was war Frage. Das erste? Seit du den. Nee, das war hier oben. Manche essen und dann verschwinden. Ja. Egal, wir haben es gelöst. Fertig. Nächstes ist wieder mit Zahlen. A man hand. Hat zwei Söhne. Son grew up and had two sons of. Ach du Scheiße! Hat zwei Söhne auf sein eigen. Und, How many sons are there totally? Warte. Ein hat zwei, Mann. Ne? Warte mal, der Mann ist ja aber auch ein Sohn, ganz am Anfang. Jeder Mann ist geboren als Sohn. Even a Vater und wurde später ein Vater. Was? Even. Jeder Mann ist ein Sohn und ist später ein Vater. 15, 1 und 5. 6. Busch. Wie bist du darauf gekommen? Das möchte ich gerne wissen. Ja, ein Mann, der hat zwei Söhne, heißt 3. Dann haben die wieder beide zwei Söhne, heißt es insgesamt 7. Dann haben die 4, die davor geboren wurden, haben wieder zwei Söhne alle. Oh Gott. Das ergibt dann 15. Bei der Matheaufgabe wäre ich durchgeflogen. 26 ist. Worum geht's hier überhaupt? Ich hab den Hint noch gar nicht angeklickt hier. 26 Buchstaben, aber sind nicht logisch. It's like an interesting group of letters. What if you numbered them? Letters sind Buchstaben. Eigentlich Alphabet. Das Alphabet. Hat doch 26 Buchstaben. L ist 1, 2, warte, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. 12. Ja, ist da? Nee. Doch, 12, doch, mach weiter. Oder doch 12. Das E wird nicht funktionieren. Hätte, ist das, ist die 1, A? H, I, J, K, L, M, N, O. 15? Wo
15, ja. A, B, C, D, F, G, 7. Ja. Hä? Wieso kommst du auf diese Buchstaben? Einfach, was ist das L für ein Buchstabe im Alphabet? Was ist O im Buchstabe im Alphabet? Was ist G? Ja, aber dann, wo kriegst du ein O her? Logical, deshalb bestimmt. Ach, logical. A, B, C, D, E, F, G, H, I, das ist 9. Ja. D ist 3. A ist 1. Ja. Oh, ist auf. Ja. Ne? Oh. 1, 3, oh. I'm the total weight of the Iron Golem, which is 438 Kilo plus half of plus me. Plus die Hälfte auf ihm. Ich weiß nicht, was du für ein schwerer Sack bist. Warte mal, er ist das komplette Gewicht von einem Eisengolem, ja. Was 428 plus die Hälfte von dem ist. 428 plus die Hälfte ist... Von dem, was wir nicht wissen, wie viel der ist. Warte mal, ich mach mal... Ich brauch mal einen Rechner. So. Gott, was mit X? 428, richtig? 438. Ja. So. Davon die Hälfte wäre 200. Warte mal, dann einfach 438 durch 2 mal 1,5. Oder so. 657. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Hä? Aber wir wissen doch gar nicht, wie schwer insgesamt ist. Aber da steht ja, 438 plus die Hälfte von auf, seinem Gesamtgewicht. Von totalen Gewicht, ja. Ja, das wissen wir ja nicht. Was? Das gesamte Gewicht. Who am I? I'm the total weight of an iron golem. Wer ist ein Iron? Haha. Nein, steht das irgendwo? Weil, guck mal. Es heißt ja, wer bin ich? Ich bin die Hälfte von einem... Ach so, ja, Eisengolem. Sind das zwei Blöcke oder drei Blöcke? Zwei Blöcke, oh. Richtig? Weiß ich nicht. Ich stapel immer den... Ich habe nur den Wizard im Kopf. Eisengolem baue ich mir so nie. Während ihr überlegt, kann ich ja. Mach das. Eisenblock. Geht den Gewicht? Explosionswiderstand? Das will ich ja gar nicht wissen. Ja, da steht, glaube ich, kein Gewicht, weil Minecraft nicht mit Gewicht rechnet. Vor allem, das sind irgendwie voll die dummen Sachen bis jetzt gewesen. Ja, aber ihr habt sie alle gelöst. Warte mal, ich bin das. Das Endergebnis von einem Eisengolem, der wiegt 438 plus die Hälfte von dem, was wir nicht wissen. Warte mal, ein halbes X. Wir haben 438 plus ein halbes X. Oh Gott, jetzt musst du die Formel im Kopf umstellen und X ausrechnen. Aber was haben wir auf der anderen Seite stehen? Weiß nicht, du hast jetzt den 438 plus 0,5x. Ja, richtig, dann mach mal x rüber. Und auf der anderen Seite wäre quasi, ja, was, ja, Fragezeichen. Y. Nee, dann wäre minus 0,5 und dann 438. Also wäre x gleich die Hälfte von 438. Also 200. 16, nee, 219. Meinst du? Nein, meine ich nicht. Warte, ich versuche hier noch was auszurechnen, während ihr da noch irgendwas macht. Boah, der nächste Raum ist wieder mit Zahlen. Ich wollte kein Mathe um die Uhrzeit. Immer weg hier. Was soll das denn?
Ich will auch was probieren. Nö, das mag er nicht. Aber wie viel Langeweile muss man haben, um sich so eine Scheiße ausdenken zu lassen? Also jetzt mal im Ernst. Und vor allem, wie du die gebaut haben musst, denn alles noch. Also der Eisengolem ist 2,7 Blöcke groß. Das hilft uns jetzt. 0,5. Warte mal. Der Eisengolem wiegt 432, ne? Immer noch 438. Hab ich doch gesagt. Nein. So. Ich kann nicht mehr Rechner schreiben. Rechner. Rechner. So. 438. Plus die Hälfte von seinem Gesamtgewicht. Durch 2. Das ist denn sein Gewicht. Und dann nochmal durch 2. Sind 109,5. Okay. Was? Nee, weil ich gedacht hatte, er wiegt ja nicht genauso viel wie der Eisengolem. Also der Eisengolem wiegt 438. So, dann hätte ich vielleicht gedacht, dass er Eisen ist. Und damit denn die Hälfte von dem Eisengolem wiegt, also 219. Ja, ich habe okay, gerade 219 ausprobiert. Habe ich auch schon probiert. So, und also er wiegt 219, hätte ich gedacht, und davon ja die Hälfte. Plus 438. Mach mal 5, 4, 7. 5, 4, 7. Okay. Das hilft ihm nicht. Uns aber auch nicht. Ich brauch mal den Text hier nochmal. So. Aber er ist das totale Gewicht von dem Eisengolem. Also 438. Ja. So, plus die Hälfte von mir. Also 438 plus die Hälfte. Denke ich jetzt. So, the total weight of the Iron Golem ist 438 plus die Hälfte von dem totalen Gewicht. What the missing half equals? Ich habe auch noch eine Idee. Das totale Gewicht vom Eisengolem, also 438. 438 sind 219. Das geht gar nicht. Kann man sie gar nicht einstellen. Ich habe mein Rechner schon wieder zugemacht. So, 438 durch 2. 219 plus 438. 657. So, und dann mache ich mal minus 438 vielleicht. Hä, hey, dann kommst du doch wieder auf die 219 ja, zurück. Ich bin halt doof. Ich will auch mal was probieren. Warte mal. Mein Zahl klappte nicht. Mein Gedanke war doof. Mann, geht da jetzt auf die Scheiße! Mann! Echt mal, wer hatte die Idee, so spät noch Puzzle zu machen? Ach. Totale Gewicht, das 438. Ich dachte, das hier ist, Mann. Was denn? Ja, dass die drei ergeben, aber... Wir können die Reihenfolge trotzdem nicht lesen, wenn du sie da so reinschreibst. 657. Habe ich auch schon gedacht, weil das ja das totale Gewicht ist.
Plus die Hälfte. Ja, aber es geht ja nicht ums totale Gewicht. Es geht ja in der Frage darum, wie ist das, wie groß ist die Hälfte? Also 219. Ja, aber das scheint es ja Nein, nicht zu sein. 438 plus die Hälfte. Heißt, es muss auf jeden Fall größer als 438 sein. Das muss. Ja, aber da steht ja, what the missing half equals. Ja, als Endergebnis will er die Hälfte wissen. Will er wissen, wie groß diese Hälfte ist von ihm. Moment. Probier mal bitte aus 3, 2, 8. Und dann steht Komma 5. Ich weiß nicht, ob er Komma 5 Das habe ich aufgehabt. auch schon probiert gerade. Das ging nicht. Warte mal. I'm the total weight of an iron golem. Oh mein Gott. Warte mal. Was ist das Doppelte von... Warte mal, warte mal, warte mal. Sind wir blöd? Ja, sind wir. Merkst ja. Es ist Gute spät, wir Frage, können es oder? auf die Uhrzeit schieben. 8, 7, 6, Leute. Ich habe Echt eine 8 mal. gedrückt. Hä? 8, 7, wie. Ich habe das totale Gewicht von einem Eisengolem, Ja. was 438 ist, plus die Hälfte von mir. Ja. Heißt, die eine Oh. Hälfte ist 438 und die andere Ja. Hälfte ist auch 438. Er hatte doch gesagt, ich habe das selbe Gewicht wie der Eisengolem. Oh, Ja. nein! Also viel. Ich hab die Schnauze voll. Wir sind doof! Und das geht noch weiter? Ja, hier drüben ist nachher noch nicht Schluss. I'm greater than God, more fear than the devil. The poor have me, the rich do want me. Geh mal weg, ich brauch die Ecke. Warte mal. Ich bin größer als Gott. Werde mehr gefürchtet als der Teufel. Armen haben mich, die Reichen wollen mich nicht. Wenn du Oh mich isst, wirst du sterben. fuck. Kugelfisch. Warum sind hier jetzt Zahlen? Da, ignoriere die Antwort, was größer als Gott. Hä? Ach Ich? so, Alles klar. ignoriere die Antworten. Was ist größer als Gott? 9. Die Null. 42. Was? Was? Die Die Null. Null! Die Null. Die Null ist größer! Die Null. Warum Hier die ist schon einer Null? gedrückt. Warte mal, vielleicht ein Kreis. Warte mal. I'm greater than God. Warum ist die Null denn größer als Gott? Weiß nicht. Vielleicht Kreis? Brick, was machst du da hinten? Die Null ist mehr gefürchtet als der Teufel. Ach so, die Armen haben mich, 0 Euro. Ja. Die Reichen wollen mich nicht, die wollen kein 0 Euro. Genau. Und wenn man mich isst, dann wirst du sterben. Vielleicht ein Aber ich kann Kugelfisch? keinen Euro essen. Ja gut, doch, dann sterbe ich, wenn ich den esse. Es ist. Okay. Hier, pass So, auf, der ist schon bin gedrückt, der fertig. Hebel. Den habe ich nicht gedrückt. Ich hab Also. da mal hinten was hingebaut, ne? Das ist ja. Nicht Ich musste drücken mich da ja den gerade Hebel. Ich weiß abreagieren. nicht, der war schon. Oh, dürfen wir Tränke brauen? Das sind alles Trankzutaten. Bis auf die Feder. Warte mal. Und das Leder. Hostile ist die netten, oder? Oder Was? sind die bösen? Oh, Keine Ahnung. Vielleicht. Oh, Mobjobs, Mobjobs. Get your Mobjobs here. Only the hostile kind in on Sind es die sale netten today. oder die bösen? Sind das auch alles Mob Drops? Also das hier greift dich an. Das hier greift an, das greift an, Ja. das, aber das greift nur an, wenn man selbst schaut. Und das hier greift an. So, und Zombie-Pigman. Vielleicht müssen wir genau das andere drücken. Also wir machen den hoch, den runter, den hoch, runter. So, so, Ja, nee, den. ist schon. Hab ich schon gemacht eben. Creeper greifen auch ein, nicht? Doch, warte. Mobjobs. Aber Get hier ist your ja nicht mal was Mobjobs drauf. here. Only the hostile kind on sale today. Übersetzer. Hostel. Ach Gott, es ist so spät. Ich glaube, Hostile waren die Guten und die droppen irgend Feindlich. 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 Okay. Überall Also, Mobjobs hier, das genau. ist feindlich. Eisen bekommt man von einem Eisengolem. Das ist nicht feindlich. Nur wenn man schlägt. Aber hier steht only the hostile kind on sale today. Ja,
Oh, ist schon. Bitte. Ja, aber warum? Weil der Enderman und Zombie Pikmin greifen dich nicht sofort an. Das hatten wir auch runtergemacht. Müll. North, you will see my name alone becomes the key. Face North. Warte mal, wo ist denn Norden gerade? Warte, Norden ist. Da. Bei den Hebeln. So, was war denn? Warte mal, Key. Key, 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 Key. E. Nee, geht nicht. Ist kein Y da. Und kein K. S. Vielleicht ist das jetzt ein Trick. S. Weil das ist ja alles im Norden. Nein, 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 nein. Escape. Escape geht. Nein, meins funktioniert auch. Nein, lass. Aha. Hey, hey, warte mal. Funktioniert toll, ne? Hey. Wir brauchen noch ein zweites E. Ja, gibt's aber nicht. Wir brauchen aber eins. Oder sind wir überhaupt in Escape? In was sind wir nochmal? Wir sind in Escape. Puzzle. Wir sind nein, in Puzzle, oder? Nein, wir sind... Doch. Oder? Ich hab's vergessen, das ist schon so lange her. What you see? Ich glaube, wir sind in Puzzle rein, in das Rote. Aber das ist eine Frage, ne? What do you see that can be used as a key? Was kannst du benutzen als Schlüssel für die Tür? Pressure Plate. Das passt. Gut, dass wenigstens einer weiß, wie das geschrieben wird. Aber dann ist doch jedes Wort wieder, oder nicht? Nee, alles außer V. Ja. Nee, O auch nicht. Klappt nicht. Vielleicht andersrum? Und das schreibt man auch, glaube ich, mit 2 S und so. Oder? Ja. Kann man denn im Norden noch sehen, was... Lever? Was... Ja, aber warum? L, E, V... Entschuldigung. E ist schon und R. Lever. Was hast du jetzt geschrieben? Hebel. Lever. Hä? My was ist denn das? Ein Hebel. And the wheel. Ach so. Die Übersetzung, okay. Ach so, wir sollten nicht auf die Schilder schauen, sondern einfach nach vorne. Ja, auf den Hebel. Och man. Oh. For breeding, now there are three. My secret lies with the cows and the wheat. Two at four. Ja, steht bei mir nicht. Doch no. Da. Breeding, now there are three. Was ist denn da hin? Bin ich schon gedrückt? Okay. Ja. Ja, was war das erste? Hey, das ist doch dasselbe, oder nicht? Warte, da sind ja Sachen fett gedruckt. Two. Genau, im Hinten. Warte mal, 2 8 4. Nein, three. Schau mal, 2 8. Zwei Essen für drei. Two, eight, four, three. Und three. Ja. Zwei Essen für drei. Okay, das war einfach. Oh, ich bin raus. Was? Warte mal, das sind Koordinaten, ne? Ja. Wo bin ich? Steht da. Dann die Koordinaten. Ich bin ein Hind. Okay. X. Kann mir mal einer sagen, was X ist? BX. Warte, das muss erst ausgerechnet werden. Nein, das sind Koordinaten. Ja, aber die erste Koordinate, die muss ja erst berechnet werden, oder nicht? Nein, das ist doch Minecraft F3. Ja, ja, aber da stehen ja mehr als nur drei Koordinatensachen. Ja. Bei X stehen drei Koordinaten, bei Y stehen eine und bei Z eine. Aber ja, für X stehen drei. Ja, ist doch richtig. Nein. Doch. Er kann ja nicht an drei Stellen stehen. Auf X. Aber es sind drei Level. Hä, drei Hebel? So, bitte. Hä? Wie hast du das jetzt? Drück mal F3. Ja. So, jetzt ist zum Beispiel die erste Koordinate 1174. Das ist der hier hinten. Ach so, das zeigt die Position der Hebel an. Richtig. Ach so. Och. Oh, wie ist das? Oh, Mann, ich fühle mich so klug gerade. Jetzt gehe ich ins Bett. Bin schön. Das ist der letzte. Hier ist der letzte. So, okay. Final Riddle. Possible Finding, Transport. Warte mal, Transport. Oh. Das stand ganz am Anfang. Ja. Vielleicht
vielleicht 0 und... Okay. Jedes Ende hat einen Anfang. Vielleicht ist es einfach die gleiche Antwort wie am Anfang. Ja, es war die 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Hä, wieso die 0? Weiß ich nicht. Ah, hier am am Anfang, da stand ja ein Schild mit Transport. Ja. Hier ist jetzt die Tür offen. Echt? Ah, dann musst du dort irgendwas finden. Ja, nee, geht mal weiter, da geht's nämlich hier weiter. Also geht mal zurück zum Anfang. Und dann bin ich hier bei einem anderen Rätsel. Geht mal weiter, geht mal zurück am Anfang. Was denn nur? Ich am Arsch, Mann! Nein, danke, das darf jemand anders machen. Und gleich, haha, ihr dürft nochmal. Warum ist hier ein Eisengolem? Den habe ich gespawnt, weil es das Arschloch ist. Okay. Können wir nochmal die ganzen Kombinationen hier wieder wegmachen? Damit nein! Dann hau ich dir die Tür kaputt. Hä? Wo seid denn ihr hin? Geh auf die Druckplatte.